Hallo Freunde! Jeden Tag sind wir von einer riesigen Anzahl verschiedener Dinge umgeben, die ein kleines Geheimnis verbergen. Jedoch fallen sie uns sehr oft nicht mal auf, da wir sie für selbstverständlich halten. Dennoch sind sie stets da und erleichtern uns mit ihren Funktionen das Leben. Warum haben Rolltreppen entlang der gesamten Vorrichtung Bürsten? Wieso gibt es im Flugzeug an bestimmten Stellen ein kleines Dreieck an der Innenwand? Diese und weitere Geheimnisse werden wir heute lüften. Nummer 1. Entlang einer Rolltreppe befinden sich ziemlich interessante Bürsten, bei denen so gut wie jeder von uns schon mal daran gedacht hat, während der Fahrt die Schuhe dran zu halten und sie so putzen zu lassen. Aber der tatsächliche Grund ist weit entfernt vom einfachen Bürsten der Schuhe. Es gibt sogar zwei Gründe, wobei der eine eher ein zufälliger, positiver Effekt ist. Ein Vorzug ist, dass die Bürsten die statische Elektrizität, die entstehen kann, ableiten. Doch der eigentliche Grund ist die Sicherheit der Menschen, die mit ihr auf- und abfahren. Früher gab es die Bürsten noch nicht und es kam immer wieder zu Unfällen. Hauptsächlich, weil Kinder gerne ihre Sohlen gegen den Sockel gehalten haben. Für sie war es eine verlockende Angelegenheit, es gab schöne Streifen am Schuh und die Sohle wurde durch die Reibung sehr warm. Das Problem war, dass es immer wieder zu Unfällen kam, weil sich Kinder und auch Erwachsene am Rand verhedderten. Mittlerweile schreibt die EN 115 die europäische Sicherheitsnorm für Fahrtreppen und Fahrsteige zur Erhöhung der Sicherheit die Sockelbürsten vor. Sie dienen vor allen Dingen dazu, dass die Benutzer nicht ihre Schuhe gegen den festen Sockel halten, während sie auf der Treppe fahren. Nebenbei bemerkt, die längsten ununterbrochenen Rolltreppen der Welt sind mit jeweils 137 Metern 4 Rolltreppen in einer Metrostation in St. Petersburg. Die Fahrtdauer beträgt ca. 2 Minuten und 50 Sekunden. Die längste freistehende Rolltreppe Deutschlands führt zum Ruhrmuseum auf der Zeche Zollverein und ist 58 Meter lang. Nummer 2. Oft klebt auf einzeln verkauftem Obst und Gemüse ein kleiner Aufkleber mit einem Code. Was viele nicht wissen, dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die Anbaubedingungen der Ware ziehen. Es handelt sich dabei um den PLU-Code, über den die Ware in der Kasse eingegeben wird. Generell erhält jedes Obst immer den gleichen vierstelligen Code. Bananen beispielsweise haben immer den Code 4011. Oft ist der Code aber auch fünfstellig. Was das bedeutet? Nun, eine 8 zu Beginn des Codes steht für gentechnisch veränderte Produkte. Eine 9 lässt auf Bioanbau unter Verzicht auf Pestizide und Kunstdünger schließen. Eine 3 oder 4 bedeutet konventioneller Anbau unter Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden. Allerdings muss die Ware nicht mit einer entsprechenden Ziffer gekennzeichnet werden. Es kann also zum Beispiel auch gentechnisch veränderte Ware ohne die 8 im Code angeboten werden. Nummer 3. Hast du auch schon mal im Flugzeug gesessen, deinen Blick durch die Kabine schweifen lassen und dabei festgestellt, dass über einigen wenigen Fenstern kleine schwarze Dreiecke sind? Selbst wenn nicht, die Antwort ist auf jeden Fall interessant und hat nichts mit dem Illuminatenorden zu tun. Eine Lufthansa-Sprecherin lüftete das Geheimnis um die Bedeutung der schwarzen Dreiecke. Es befindet sich auf beiden Seiten nur über einigen Fenstern vor und hinter dem Flügel. Von diesen Fenstern soll bei der Wartung des Flugzeugs das richtige Ein- und Ausfahren der Landeklappen kontrolliert werden. An den Landeklappen waren früher Gradzahlen markiert, die nur von diesen Fenstern aus erkennbar waren. Nummer 4. Man findet sie auf den Flügeln. Sie sind klein und beim Anblick geht man davon aus, dass sie für irgendwelche Wartungsarbeiten gedacht sind. Jedoch können die kleinen gelben Haken auf den Flügeln Menschen retten. Im Falle einer Notlandung im Wasser können damit Seile zwischen der Türluke und den Tragflächen gespannt werden, an denen sich die Passagiere festhalten können, damit sie nicht ins Wasser fallen. Nummer 5. Gleichzeitig beruhigend und verunsichernd. Die Toilettentür im Flugzeug lässt sich mit Hilfe eines versteckten Riegels auch von außen aufschließen. Oft befindet sich der Riegel hinter dem Rauchen-Verboten-Schild. Im Notfall können die Flugbegleiter so Gästen auf der Toilette helfen. Nummer 6. Ein Schaumbad kann für viele Menschen nach einem anstrengenden Tag die perfekte Erholung bringen. Warmes Wasser mit einer großen Menge Schaum. Ich denke, die meisten von uns bekommen schon vom Hören Lust darauf. Aber nur die wenigsten wissen, dass der Schaum eine besondere Rolle spielt. Und damit ist nicht die körperliche Entspannung oder Reinigung gemeint. Viel wichtiger für die Entspannung ist warmes Wasser und der Schaum sorgt dafür, dass es auch lange warm bleibt, denn er bietet eine ausgezeichnete isolierende Wirkung. Nummer 7. Was weißt du über den Rand unserer Notizbücher und Hefte? Vermutlich, dass du diese nicht beschriften sollst, da er fürs Korrigieren, fürs Datum oder zusätzliche Details gedacht ist. Das mag heute so sein, aber ursprünglich hatte er einen viel wichtigeren Grund. Früher hatten wir Nagetiere nicht so unter Kontrolle, wie es heute der Fall ist. Es gab regelrechte Invasionen von Ratten und Mäusen. Und nicht nur wir Menschen, sondern auch unser Niedergeschriebenes musste daran leiden. Denn diese kleinen Nager knabberten oft die Ränder des Papiers an und zerstörten dadurch wichtige Informationen. Um dieses Problem zu lösen, kam man auf die Idee, einen gewissen Abstand einzuhalten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Dinge es in unserem Umfeld gibt, die ein kleines Geheimnis verbergen. Was hältst du von diesem Thema? Und welche Information hat dir am besten gefallen? Teile es uns in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.